Und da sind wir wieder, Ihr Pranker-Magazin. Heute mit drei wunderbaren Geschichten. Erst Sebastian, ein Barmann mit besonderen Talenten. Dann Nils, der gefährliche Gänge geht. Und drittens Postkartengrüße aus der Karibik. Viel Spaß. Sie, liebe Gäste, vergeben an Bord den Kollegen, die sich besonders Mühe gegeben haben und die sich hervorgetan haben durch irgendwas ganz Besonderes, den vergeben Sie den Smiling Star. Und Sebastian ist so einer, der den bekommen hat. Und er ist wirklich ein ganz besonderer Barmann. Gucken Sie mal. Jetzt kommen wir zu dem Kollegen. Der hat uns ein Video mitgebracht. Er hat in Indien sich überlegt, Mensch, was könnte ich machen, um das zum Ausdruck zu bringen, dass ich so unfassbar gerne für AIDA arbeite und dass mich das so glücklich macht. Und was er sich überlegt hat, das schauen wir uns einfach mal an, denn er hat uns genau dieses Video einmal mitgebracht. Viel Spaß. Ich bin stolz, ein Teil der AIDA-Familie zu sein und ich danke dem Präsidenten Sir Philip Icon. Es gibt einen Kollegen, der hat über tausende von Gläsern in Indien angefüllt. Er hat das gestern zum ersten Mal gezeigt. Er hat gesagt, AIDA ist mein Herz, ich liebe es. Und Sie haben gesagt, dieser Mann hat uns zum Lächeln gebracht. Ein Riesenapplaus für Sebastian Fernandes, unseren Lächelgemeinheitsgewinner. Congratulations. Congratulations. Und bei der Gelegenheit, sei es noch mal gesagt, sagen Sie uns, wenn Kollegen besonders toll waren. Sagen Sie es uns. Wir brauchen diese Bewertung. Und auch die Gästebewertung ist für uns unglaublich wichtig. Und jetzt kommen wir zum Entertainment Manager Nils. Entertainment Manager haben ja in der Regel eine große Klappe. Der Nils wurde jetzt bei der Übung, die er vor sich hatte, kleinlauter. Viel Spaß. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Four Elements hier bei uns im Klettergarten. Fabian und ich, unser General Manager und ich, wir sind bereit. Wir wollen heute mal ja in schwindelerregende Höhe ein bisschen klettern, Fabian. Ja, aber bevor es losgeht, müssen wir uns erst noch darauf vorbereiten und entsprechend climben. Und das machen wir jetzt direkt. Schauen wir mal, was wir finden. Du wärst ganz recht, wenn ich den alleine festziehen dürfte. Also ich guck da gar nicht runter gleich, das ist... Einfach nicht nach unten gucken. Fuck. Halt mal die Kordel auf. Wo kam der denn her? Nils! Fabi! Alter Zipfi-Klatsche. Wie ist das denn jetzt so mit deiner Höhenangst hier? Wenn du das jetzt hier so... Geht eigentlich, oder? Also ich habe eigentlich gedacht, das wär nicht so schlimm, aber ich schwitze schon ganz schön, muss ich sagen. Ich riech's auch schon, dass du schwitzt. Kann doch auch da drüben aussteigen, oder? Wie aussteigen? Aussteigen? Nö, das geht nicht. Und krabbeln geht nicht. Sicher. So, Prinzessin, wie sieht's aus? Harte Nummer, ohne Scheiß. Mir geht echt der Stift, das ist Wahnsinn. Ich schwitze. Kinder, man muss seinen Ängsten gegenübertreten. Man muss sich da gar nicht schämen. Alle haben Angst. Und der Lederer ganz besonders viel. Und der Lady hat die Hosen halt mal gestrichen voll. Das ist ein Hindernis nach meinem Geschmack. Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Das geht mir der Stift ohne Scheiß. Nils, lass dir Zeit, ne? Ich mach ein Päuschen. Gäste unter dir haben schon Angst. Wenn's tropft, ist der Angstschweiß vom Entertainment Manager. Wer hat denn jetzt den Ach-was-ach-was hier hingehängt? Ich sag doch, muss die eine Kugel die andere Kugel wegdrücken. Freunde, da guckt ihr, ich hab's geschafft. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Juhui! Hey.
Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wer mit Höhe Probleme hat, der ist hier genau richtig. Also mir ging, das war nicht gespielt, mir ging echt der Schnitt, muss ich sagen. Tja, aber du hast dich dem Ganzen gestellt und hast es geschafft und hast eigentlich nur deine Mütze verloren. Ja. Man soll sich im Leben seinen größten Ängsten stellen. Nächste Aufgabe, Frau. Und nach der ganzen Aufregung haben wir uns jetzt was Beruhigendes verdient. Dana war wieder unterwegs in der Karibik und hat wunderbare Bilder mitgebracht. Bitte schön. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste. AIDA Diva hat im Hafen von Bridgetown, Barbados festgemacht. Wir haben strahlenden Sonnenschein, hellen Sandstrand und türkisblaues Wasser. Und das TV-Team schaut für Sie mal unter die Wasseroberfläche, was sich da alles verbirgt. Wir waren als erstes Fahrradfahren und sind dann hier gestrandet, um schnorcheln zu gehen und haben mehrere Schildkröten gesehen, auch mal zwei auf einen Schlag. Es war sehr toll. Wir sind jetzt hier in der Tauchbasis in Bridgetown angekommen. Hier kommen alle zusammen, unsere Taucher, unsere Schnorchler, unsere Schnuppertaucher und natürlich auch unsere Stand-Up-Paddler. Und wir haben ein Stück um die Ecke geguckt und wir haben was gefunden. Die Brotfrucht. Die wächst hier in der Karibik ganz oft und die wurde hier eingeschleppt. Die ist hier gar nicht heimisch. Die kommt aus Tahiti und ist mit der Bounty hierher gekommen und wurde eingeführt, um die Sklaven zu versorgen. Was macht man damit? Die ist so ein bisschen breiartig, wenn man sie verarbeitet und wird hier gegessen, wie bei uns zu Hause, die Kartoffel. Lass alles los, nimm einfach meine Hand. Wunderschöner Tag, ich fahre am Strand, ich mache gerade meinen Tauchschein, habe das große Glück, das machen zu dürfen und war gerade an einem Riff weiter hinten tauchen und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben sogar eine Muräne gesehen, unglaublich spannend zu beobachten, was so unter Wasser abgeht und ja, hat Spaß gemacht. Nacht ist wie ein Traum für mich. Ich hoffe, Sie hatten einen genauso schönen Tag wie wir am Strand, sowohl unter Wasser wie auch über Wasser. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Schiff. Tschüss! Diese Nacht ist wie ein Traum für mich. Nach den Bildern kann ich verstehen, wenn Sie jetzt so richtig Lust auf Urlaub bekommen haben. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und wenn Sie die Verlockung der Woche sehen wollen, dann bleiben Sie dran. Bitteschön. Wir starten in Hamburg und fahren als erstes nach Bergen in Norwegen. Es geht weiter nach Kirkwall und nach Reykjavik. Als nächstes besuchen wir Qaqortoq auf Grönland. Wir machen noch Halt in St. John's, Halifax und Portland und erreichen das Ziel unserer Reise, New York. Und ich weiß, alle freuen sich drauf, die Bilder der Woche wie immer am Ende der Sendung. Und wenn es Ihnen gefällt, dann tun Sie uns einen Gefallen und teilen das. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten Sonntag. Bitteschön.